So, damit kommen wir zu Platz Nummer 9 mit Final Fantasy 4 oder hierzulande besser bekannt als im Port Final Fantasy 2 US-Version. Ja. Für viele wäre das wahrscheinlich ein Titel, der noch weiter oben hätte landen sollen hier in dieser Top-Liste und das ist auch durchaus verständlich. Bei mir liegt es, dass der Titel jetzt nur in Anführungsstrichen auf der 9 dann drauf ist, dass ich den zum Start damals nicht gespielt habe, sondern erst Jahre später auf der PlayStation 1 nachgeholt habe und mittlerweile natürlich durch diverse Updates und Remakes und PSP-Versionen und sowas und des kompletten Remakes auf dem Nintendo DS sogar dann noch besser kennengelernt habe auf jeden Fall. Aber zur damaligen Zeit, das war für mich ein Spiel gewesen, von dem ich hauptsächlich gelesen habe. Das war eins, wo ich die Videogames-Zeitschrift damals Anfang der 90er durchblättert habe und ich konnte mir damals einfach keine Importe leisten. Ja, ich hätte keine Ahnung gehabt, wo ich sie herbekommen soll. Vor allem, wenn ich dann die Preise in den Zeitschriften dann gesehen habe, bestellen. Ich habe kein Geld, womit ich bezahlen kann und bestellen kann und so weiter. Da war selbst ein Maniac Mansion für 30 Mark zu viel für mich gewesen. Ich war dann eher darauf angewiesen, dann Geld zu sammeln, Spiele zu tauschen, irgendwo arbeiten dann zu gehen und dann zusammen zu raffen und dann war es immer so ein kleiner Wunschtraum geblieben, das Ding damals zu spielen, was als Final Fantasy 2 dann eben in die USA gekommen ist, was auch so eine richtig unglaublich hohe Wertung damals in der Videogames-Zeitschrift dann dort hatte. Kollege Ede drückt es aber im 16-Bit-Rollenspiel-Plauschangriff dann ganz gut aus, wenn ihr da mal eine kleine Eloge darüber hören wollt, was denn zur damaligen Zeit, wie man es zum ersten Mal empfunden hat, dann mit dem Spiel so los war, dann hört einfach dann dort rein. Da sind, glaube ich, auch Timecodes mit dabei, wo ihr gleich zu dem Teil dann hier springen könnt. Ja, im Nachhinein habe ich es erlebt und natürlich ist es, hat es mich nicht mehr so ultra geflasht, als wenn ich es dann Anfang der 90er gespielt habe, wenn ich so 99, 2000 gespielt habe. Aber mir hat es großen Spaß gemacht und ich habe dann auch erkannt, warum es denn ein so großer, spaßiger Titel dann gewesen ist. Natürlich, ich hatte, als ich das Spiel schon gespielt habe, schon die späteren Einträge dann gekannt. Ich kannte schon Final Fantasy 7, ich kannte Final Fantasy 6 beispielsweise dann und die hatten ja auch nochmal drauf geschippert, was es angeht. Final Fantasy 4, als es damals rausgekommen ist, das erste Final Fantasy auf dem Super Nintendo, dann gewesen, sah noch ein bisschen simplistisch aus. Ja, so rein von der Optik her. Es hatte so ein bisschen sehr viel, als ob es der Bruder von Mystic Quest quasi wäre, was wir hier bekommen haben, was ja in Japan quasi so ein Final Fantasy Spin-Off gewesen ist, was wir hier anstatt, also in Europa haben wir Final Fantasy Mystic oder Mystic Quest bekommen, ne, anstatt Final Fantasy 2. US-Version oder die Final Fantasy 4, was wir jetzt hier gerade besprechen. Ich hoffe, ihr könnt mir einigermaßen folgen. Ich versuche das nicht zu komplex zu machen mit denen, welches Spiel wie wo rausgekommen ist und wie sie dann umbenannt wurden. Aber ich hatte Mystic Quest dann natürlich gespielt, was hier rausgekommen ist und die Optik sah mir sehr ähnlich aus, als ich dann das Final Fantasy 4 im Original in der PlayStation dann gespielt habe. Da war es noch mit der Super Nintendo Optik und allem drum und dran und die Faszination hat sich mir echt dann da wirklich erschlossen. Du hattest eine wirklich, ja doch ganz interessante Geschichte und interessante Charaktere mit Cecil und Kane und Rydia, glaube ich, hieß sie dann dort aus, der, also Cecil, glaube ich, war es, ne, der gefallene Luftschiffkapitän, der geschickt wird, um ein Dorf auszulöschen, das er aber eigentlich nicht machen will und dann Jahre später mit der oder Rosa gab es da doch auch, ne? Da war das nicht die Freundin von Cecil, also ich kriege die Story nicht mehr ganz so zusammen, aber auf jeden Fall waren da so Charaktere, die dann wirklich durch moralische Entscheidungen dann durchgemüssen, was man nicht unbedingt gewöhnt war für so tiefergehende Stories. Wirklich tief ist sie natürlich nicht, aber tiefer als viele andere vergleichbare Spiele, die damals zu der Zeit gekommen sind. Und da hat mich die Charaktere schon ganz gut bei der Stange gehalten. Natürlich gameplaymäßig das Final Fantasy Active Time Battle System mit dem Random Encounters und großen Gegnern, die man besiegen kann und mit dem Zeitbalken, der hoch und runter geht. Nein, runter geht nicht ganz, aber dann immer hoch geht und man seine Aktionen auswählen kann. Das hat damals schon gut funktioniert und man hat viele coole Plot-Twists dann mit dabei gehabt. Alleine die Nummer, also ich verrate jetzt keine Plot-Twists, aber ein paar Eigenschaften des Spieles, dass sehr viele Charaktere, die man so ins Herz schließt, nachdem man nach und nach das Spiel spielt, sehr opferbereit immer sind. Nein, du opfer dich nicht, nein. Und dann sind sie zu Steinerstart und so weiter. Da hat es für viele Momente nochmal so
für herzerwärmendes Zeug gesorgt. Und das Gameplay-Fundament, was drunter lag, typisch Final Fantasy technisch solide, viele schöne Überraschungen mit bei gewesen. Heute eben ein wenig überholt, wenn man spielen würde, das dann von späteren Final Fantasies und vom Rest des Genres, das sich auch sicherlich sehr vieles bei Final Fantasy IV dann abgeschaut hat, ein wenig überholt. Und auch natürlich durch die Remakes dann auch. Ich kann euch wirklich das Final Fantasy IV Nintendo DS Remake dann empfehlen, was dann in dem Stil ein wenig, ja, optisch so ein bisschen wie Bravely Default, also mit so Kopffüßlerfiguren dann gemacht wurde, aber auf der gleichen Story basiert, aber komplett neu interpretiert wurde, mit 3D-Optik, mit Synchronisation, mit komplett neuen Text, mit einem neuen Modus, wo man, glaube ich, wenn Charaktere in der Party gestorben sind, ihre Fähigkeiten auf neue Charaktere umverteilen kann, was es im Original nicht gegeben hat. Da kann man gerne reinschauen oder alternativ eben die PSP- oder Handy-Fassung, wo die ganzen Grafiken in HD nochmal neu gemacht wurden, also die ganzen Sprites und drauf gemacht. Das hat zwar ein bisschen leicht zu geleckten Look vergleichsweise mit dem Original, was man vorher hatte, aber es sieht zumindest für heutige Augen wesentlich erträglicher aus. Es gibt ein Spin-off respektive eine Fortsetzung, die ist bei der PSP schon mit dabei. Die konnte man für die Nintendo Wii als Download kaufen. Die habe ich noch auf meiner Nintendo Wii sogar drauf. The After Years hieß es. Und das waren so Kapitel, die nach der eigentlichen Story spielen, die auch wie viel, so 10, 15 Jahre später erst rausgekommen, ich glaube 15 oder fast schon Jahre, nach dem Original 15, 16 Jahre rausgekommen sind später. Das konnte man auch für die Nintendo Wii kaufen und dann eben von Handys umgesetzt, auf Handys umgesetzt mit der Fassung. Es gibt 8 Millionen Varianten, die man heutzutage kaufen kann. Im Super Nintendo Original hat es aber seinen Platz auf jeden Fall in dieser Liste verdient. Wenn ich es damals gespielt hätte, wäre es wegen der Nostalgie wahrscheinlich sogar noch einen Tacken höher gelandet, aber zumindest hat es hier das Final Fantasy IV seinen verdienten Platz Nummer 9 hier drauf. Okay. Platz Nummer 8 ist Illusion of Time. In den USA besser bekannt als Illusion of Gaia. Und ich habe eingangs das Soul Blazer erwähnt. Das war eines der ersten Super Nintendo Action-RPGs, Rollenspiele damals gewesen, von Enix gemacht, respektive besser gesagt von Quintet. Das war ein Entwicklerteam, was viel für Enix dort angestellt hat. Und Quintet haben eine sogenannte, ja, wie wurde sie genannt? Die Suzu-Trilogie oder sowas? Auf jeden Fall eine Trilogie an Action-RPGs auf dem Super Nintendo gemacht, wo Titel, die leicht dezent irgendwie miteinander von Gameplay-Fundamenten und ich glaube sogar einigen Story-Sachen miteinander zusammenhängen, aber dafür sehr für sich stehen. Die haben diese drei Spiele auf dem Super Nintendo abgeliefert und die stehen alle drei eigentlich recht hoch im Kurs. Soul Blazer war das erste, Illusion of Time das zweite, über das wir gleich reden werden, und das andere ist dann Terranigma gewesen, was die Tenchi Suzu-Reihe sozusagen dann abgeschlossen hat. Illusion of Time selbst ist damals gewesen, das war ein Ding, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war ähnlich wie Secret of Mana in einer dieser großen Packungen dann gekommen. Ich glaube, ich habe leider nur das Modul im Moment und nicht mehr die große Packung. Ich habe es mir dann irgendwann als Modul danach gekauft, nachdem ich es von der Videothek ausgeliehen und innerhalb von 3 Tagen so durchgeholzt habe, damit ich es durchspielen kann. So war das ja damals. Wo, wenn ich mir Spiele nicht leisten konnte, habe ich sie mir aus der Videothek ausgeliehen, samstagmorgens. Und das heißt, man konnte zum Preis von einem Tag, man muss es ja, wenn man an einem Tag was von der Videothek ausleiht, zahlt man, ich glaube, 6 Mark oder sowas, habe ich damals gezahlt. Und man konnte es bis zum nächsten Tag behalten. Wenn man es früh am Morgen ausgeliehen hatte, konnte man es bis kurz vor Ladenschluss behalten. Das hast du quasi 2 Tage gehabt. Und wenn du das am Samstag gemacht hast, dann hattest du noch den Sonntag for free, weil Sonntag war ja geschlossen und der Sonntag wurde nicht mitgezählt. Das heißt, Samstagmorgen ausgeliehen, ich hatte 1, 2 und bis Montagabend 3 Tage, um das zurückzubringen. Und ich weiß noch sehr, sehr genau, dass Montagabend hat die Videothek irgendwie um 21 Uhr zugemacht und die war von mir daheim so 15 bis 20 Minuten zu Fuß oder sowas weg. Mit Bus und Bahn wäre ich nicht schneller dahin gekommen, zu der damaligen Zeit kein Fahrrad gehabt. Und der Abspann ist dann so gelaufen und ich wollte es auf jeden Fall noch so komplett gucken im Fernsehen, wie finden dran noch Sequest DSV oder irgendein Bullshit und so weiter. Und ich sah die Uhr, scheiße, es ist 20.10 Uhr. Ich hoffe, dieser Abspann ist dann schnell genug, damit es da funktioniert. Ich habe es ganz gerade eben noch geschafft, ohne den Abspann abbrechen zu müssen, das komplette Spiel zu sehen und dann wieder zurückzubringen, in 3 Tagen durchgeholzt. Und es sagt einiges darüber aus, dass mir dieses Spiel so viel wert war, dann komplett ein Wochenende dafür zu opfern, weil es viel Spaß damals gemacht hat. Ich habe es das erste Mal angespielt, damals in den Kaufhäusern.
bei Karsche, glaube ich, ist es gewesen und sogar ein bisschen so insgeheim die Hoffnung gehabt, ah, ich glaube, die Geschichte habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, aber hier kann man sie nochmal in den Kontext hier dazu packen. Es gab einen Mario Kart Wettbewerb, Mario Kart auf dem Super Nintendo, damals im lokalen Karstadt im Bild steht hier, und ich war damals, als das Spiel rausgekommen ist, wahrscheinlich so 16, 17, 18, irgendwas in der Richtung aus, aber natürlich dann, wenn das Spiel da gewesen ist, ich die Gelegenheit gehabt habe, ist man dann noch kurz ins Kaufhaus gegangen, um sich die neuen Spiele mal anzugucken. Da war dieser Mario Kart Wettbewerb, dann auf einmal, oh, da ist er ja gerade, und da waren lauter Kids, die Mario Kart gespielt haben, und ich habe die abgezogen. Ich habe die abgezogen, alle in Mario Kart, weil ich Mario Kart gut spielen konnte und die keine Schnitte gegen mich gesehen haben. Also Wettbewerb, okay, ich war, glaube ich, der Älteste wahrscheinlich dort, der die Kinder abgezogen hat in Mario Kart. Und ich habe insgeheim gehofft, wenn ich das schaffe, dass ich dann for free mir ein Spiel aussuchen kann und dass es dann Illusion of Time wäre, was ich vorher schon gesehen hatte und in den Zeitschriften von gelesen habe und richtig Bock drauf hatte. Und stattdessen habe ich eine Mario-Armbanduhr bekommen, die irgendwo hier im Schrank noch herumliegt, die ungefähr 2 Wochen später, ich habe sie nie wirklich getragen, weil ey, seitdem ich verträgte eine Super Mario-Armbanduhr, trotzdem hat die aufgehört zu schlagen. Nach 2 Wochen ungefähr oder nach relativ kurzer Zeit. Und jetzt ist sie so als Erinnerungsstück dort drin, aber leider hat sich für mich nie bewahrheitet, obwohl ich dann ganz tief gesunken bin und viele kleine Kids dann abgezogen hat bei Mario Kart, nie bewahrheitet, dass ich das Illusion of Time dann gekriegt habe. Deshalb aus der Videothek ausgeliehen und durchgeholzt und Jahre später nochmal für die Sammlung dort gekauft. Illusion of Time könnte man auch rein oberflächlich mit Zelda ein wenig vergleichen. Weil es ist ein Action-RPG, man sieht einen Charakter von oben und kann dann in Dungeons herumlaufen, Gegner kaputt hauen und so weiter und so fort. Die Parallelen sind vielleicht sogar schon ein bisschen mehr bei Legend of Zelda als jetzt bei Secret of Mana, weil Secret of Mana hatte weniger kleineres Dungeon-Design. Hier sind die Dungeons durchaus aufwendig, dass nicht nur viele Kämpfe dabei sind, sondern auch sehr komplex, labyrinthartig und mit Schaltern dann hier gemacht werden muss. Du hattest nicht so viele klassische Rätselräume, kommst in den Raum und das ist jetzt das Rätsel, aber diese breite Architektur, wo man durch verschiedene Gegenden dann durchgeht und Zeug anstellt und macht, die ist schon dort gegeben. Die Kämpfe waren durchaus knackig dann dort, also sie haben sich nicht so mit Delay und ein wenig unhandlich angefühlt wie bei Secret of Mana. Du hattest jetzt nicht diese riesen Auflevelei, die dort gewesen ist, aber du hattest die Möglichkeit als Hauptcharakter dich in verschiedene Formen zu verwandeln. Ja, du konntest dann dich an gewissen Portalen dann hinbegeben und wenn du diese Form freigeschaltet hast, entweder in so einen großen Ritter mit breitem Gesicht und blonden Haaren verwandelt, der mehr reingehauen, man war eigentlich ein kleiner Junge, der aus einem Dorf dann stammte und später, glaube ich, sogar eine Art Schattenwesen, mit dem man dann so wirklich richtig die Gegner wegzwiebeln kann. Was ganz cool gewesen, was auch in die Rätsel reingegriffen hat, dass man mit bestimmten Charakteren nur irgendwo dann durchgekommen ist. Und rein spielerisch ist es dann eben durch die Sache cool gewesen. Schöne Optik gehabt, sehr schöne Musik dann damals auch von Enix eben oder respektive Quintet dann produziert gewesen. Die Story war speziell auf jeden Fall, weil es eine irgendwie, es war weg von dem üblichen Fantasy, also klar, es hatte Fantasy-Elemente, man ist mit einer Prinzessin und ihrem Schweinchen dann durch die Gegend gereist und so weiter, aber es war mehr eine Geschichte, die dann eher so auf einer gewissen, ja, ich will jetzt nicht Shakespeare oder sowas dort hier reinbringen, aber eine gewisse Tragik war dann immer mit dabei und das Spiel hat sich nicht davor gescheut, Thematiken anzusprechen, die man nicht in anderen Super Nintendo oder anderen, vor allem Japaner-Rollenspielen zur damaligen Zeit gesehen hat. Da ist viel dabei von Selbstaufopferung, von Hungersnöten mit dabei. Sklaverei wird dort ganz klar gezeigt und auch Gegenstand der Story gemacht. Dort, wo man herumreist, als der eigene Charakter, man gerät immer wieder in Situationen rein, die wirklich dann auch von, es gibt glaube ich sogar eine russische Roulette-Sequenz dann dort drin, ne? Und das auch beim Super Nintendo-Rollenspiel, sowas hätte man eigentlich nicht erwartet, dass immer irgendetwas dort ist, was einen eben aus diesem Fantasy-Element ein wenig rausnimmt und nochmal ein bisschen tiefer nachdenken lässt. Und das war eine sehr eigene Nummer, die es dann hatte. Hamlet, das Schweinchen. Aus Illusion of Time. Da gibt es eine ganz berühmte Szene, die werde ich jetzt einmal hier einfach spoilen für die Leute, die dann hier nicht dabei sind. Vielleicht, wenn ihr nicht wissen wollt, was mit Hamlet dann dort passiert bei Illusion of Time, könnt ihr jetzt mal einfach mal 30 Sekunden überspringen. Aber ich muss sie einmal erwähnen, weil es so eine ikonische Szene ist.
Okay, jetzt Hamlet, das Schweinchen, das man lieben lernt, lieben und kennenlernt als grunzenden Begleiter über lange Zeit aus, kommt dann zu einem Dorf hin, wo dann lauter afrikanische Kinder oder dunkelhäutige Kinder dann dort sind, die kurz vor einer Hungersnot dann stehen. Ja, und das Schweinchen opfert sich selbst, springt in das Feuer rein und brät sich, damit die was zu essen haben, damit sie nicht ihr Herrchen, die Prinzessin und mich dann aufessen, die armen Afrikaner, die dort nicht genug zu essen bekommen. Ja, man hat nie gesagt, dass die sehr filigran umgehen, die Japaner, mit solchen Story-Elementen, aber zumindest war es so eine Sache, wo ich damals echt so ein bisschen Bach vorm Fernseher gesessen habe, obwohl ich da eben auch schon ein bisschen älter war. Das habe ich ja nicht als Kind gespielt, sondern eben als Mid-Teenager in Richtung 17, 18 und so weiter. Und es war so, boah, what? Was machen die denn da? Und es waren durchaus ein paar emotional interessante Momente dann dabei ausgewiesen. Ja, und dieses Spiel hat sich speziell deswegen eben in mein Hirn gebrannt. Es waren viele so Mystery-Elemente mit dabei und vor allem, es hat in der reellen Welt in Anführungsstrichen gespielt. Die World Map entsprach der echten Weltkarte, wo man dort rumgereist ist. Man ist richtig so Indiana Jones-mäßig mit dem Finger auf der Landkarte so von einem Punkt zum anderen dann gegangen und da waren so Phänomene aus der richtigen Welt, die dort im Spiel umgesetzt wurden, also Phänomene und bekannte Bauten und so weiter, zum Beispiel diese Kornkreise, wo man sagt, das sind Aliens, die haben dann im Korn da diese Kreise reingebrannt. Das ist Thematik, dass man so zu bestimmten Kornkreis dann gebilden dort als ein Level dorthin kommt und die dort in die Story mit reingreifen. Und ich glaube, im Spielberater sieht man sogar dann auch, dieses Element gibt es in der echten Welt da und das sieht so und so aus. Oder Angkor Wat, das ist ein verlassener Tempel, der ich weiß leider nicht mehr ganz, wo der Tempel sich befunden hat. Oder sollen wir? Nee, ich glaube, den Spielberater habe ich leider nicht mehr. Ne? Den habe ich nur aus der Videothek damals gehabt. Ich habe ja nur das Modul. Da könnte man nochmal reinschauen und sich das dann ein wenig genauer angucken. Angkor Wat, waren es die Philippinen oder war es Thailand? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall aus dem Südosten der Welt ein bekannter verlassener Tempel der oder Indonesien. Ich bin mir nicht mehr sicher, der dort gewesen ist, dass man sogar ein bisschen was gelernt hat, wenn man das Spiel dann dort gespielt hat. Alles spielerisch verpackt in diesen Super Nintendo Action-RPG-Kontext und Action-RPG in der Richtung eben auch noch, dass es da Level gab, die man aufbauen kann, dass es Sammeleigenschaften und so weiter dann dort gegeben hat, dass es darüber hinausgegangen ist über das ganz klassische Action-Adventure, was dann eben The Legend of Zelda gewesen ist. Ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe es innerhalb von 3 Tagen durchgeholzt. Es ist nicht ganz die Speerspitze des Genres, weil es hätte durchaus noch an ein paar Punkten ein bisschen Feinheit dann hier oder Schrauben dran gehabt, aber es war ein sehr eigenes Erlebnis, das ich auch gerne gemacht habe und auch heute noch sehr eigenständig dasteht im ganzen Super Nintendo und 16-Bit-Kontext. Also selbst heute Spiele findest du auch heute nicht, die in der Mischung das dann machen von Action, Fantasy und eben so ernsthafter Thematik, die dort mit rein verwoben ist, nicht immer super erfolgreich und nicht immer ganz delikat verpackt, weil die Japaner haben ein anderes Gespür dafür, wie man Story erzählt und wie das dann funktioniert. Aber ich habe damals meinen Spaß gehabt und es ist ein verdienter Platz Nummer 8.